super wichtig, bevor wir den Tag starten. Erstmal meinen Wu-Sensor im Auto aufladen. Wichtiger mittlerweile als mein Handy-Akku. Und wir machen heute Folgendes. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Laden. Heute ist Samstag. Und ich habe gleich einen Kundentermin. Und der wird gleich Material abholen, dann Geld wegbringen. Und dann geht's ab aufs Wasser. Ich habe ein Anton SL Kiteboard. Das werden wir gleich noch im Laden schnell zusammenbauen. Eine Wu-Halterung befestigen und dann gehen wir in Bremen aus Wasser. Wir haben mehr Wind als gestern und normalerweise ist es in Bremen gut, wenn man nach Hochwasser rausgeht, weil das Wasser schön flach wird. Das Problem ist jetzt nur, dass wir ziemlich viel Regen haben und die ersten Regenfronten jetzt gleich vorbeigezogen sind. Das bedeutet, wir haben schlechtere Verhältnisse, was das Wasser angeht, weil wir auflaufend Wasser haben. Das bedeutet, das Wasser wird kabbelig und sehr unruhig. Aber aufgrund vom Regen werden wir halt bei diesen etwas schlechteren Voraussetzungen rausgehen. Ein weiterer Vorteil ist aber auch, dass der Wind konstanter sein wird und wir werden jetzt vor Hochwasser mehr Wind haben als nach Hochwasser, laut Wettervorhersage. Und dann wollen wir mal gucken, was ich mit dem Wu-Sensor und dem neuen Kiteboard zaubern kann. Das neue Kiteboard Anton SL stelle ich euch mal nach der Session vor. Also, viel Spaß bei dieser Folge. Okay, scheiße, ich habe mein Neo vergessen. Ich muss nochmal umdrehen. Kacke. Ah, fuck. Ja, okay. Ja. Genau, wir gehen vor Hochwasser raus. Und ja, dann können wir heute Abend eine Shisha rauchen gehen, wenn du Bock hast. Ja, sauber. Dann würde ich sagen, treffen wir uns am Kitespot später. Erstmal. Scheiße, ich komme zu spät in den Namen, weil ich ja meinen Neo vergessen habe. Hauke, falls du diese Sendung sehen solltest oder diese Folge sehen solltest, es tut mir leid. Ich hatte zwar keine Zeit, aber geil ist es trotzdem. Richtig schön klein, perfekt für große Sprünge. Und komplett zusammengebaut. Geil, das spart echt Zeit jetzt, weil ich es echt eilig habe. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Diesmal mit einem weißen Logo bestellt, weil die Kombo ganz geil ist. Schwarzer Korkheit und weißes Logo, finde ich, sieht ziemlich geil aus. Und ja, wir müssen jetzt erstmal eben schnell einen Wu-Sensor aufkleben und dann geht's damit raus aufs Wasser. Geiles Ding. Sehr geiles Ding. Im Regen zu kiten ist mega beschissen und ich bin auch so spät da, dass das Wasser jetzt schon kabbelig wird. Ja. Knacken wir mal die 10 Meter. Was meint ihr? Wird das was? Versuchen wir es einfach mal.
jetzt nochmal. Was? Nur 7 Meter? Was? Nur 7 Meter, es kann doch nicht sein. Was ist 7? Nur 7 Meter gesprungen heute. Das war richtig schlecht. Das hätte ich nicht gedacht. Ich muss jetzt nochmal raus. Hätte ich nicht gedacht. Weiß ich noch nicht, warte! Oh, das gibt's doch nicht. 7,6 vorher. Jetzt 7,3, das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Das kann nicht sein. Bullshit, das Ding funktioniert nicht. Ja, muss ich wieder raus jetzt. Scheiße. Das kann nicht sein. Ich bin so angeballert. Ich habe eine Welle als Kicker genommen. Ich habe mich so hochgeschossen. Das kann nicht sein. Echt nicht. Ich kann mir das vorstellen, dass er. Ich meine, das muss ja auch schwierig sein. Das kann nicht sein. Also ich habe mich ja. Es kann sein, nee, es kann sein, dass es heute die 7 Meter waren, aber dann waren es gestern keine 8 Meter. Das kann nicht sein. Echt nicht. Na, Hauptsache, wir rauchen später eine Shisha und trinken Bier. Ja, so, nochmal raus. Nächste Session. So, ich bin jetzt runter vom Wasser und ich bin sehr überrascht über die Ergebnisse, die der WU-Sensor mir ausgespuckt hat. Gestern bin ich mir sicher gewesen, dass ich zwischen 4 und 6 Meter gesprungen bin und 6 wirklich die oberste Kante war und ich nicht mal realistisch gehalten habe. Und der WU-Sensor hat 8 Meter angezeigt. Und heute war ich mir sicher, und ich bin es mir immer noch, dass ich deutlich höher gesprungen bin als gestern. Und witzigerweise bin ich bis jetzt jedes Mal 1 Meter unter dem gesprungen, was ich gestern hatte. Und das kann ich mir nur schwer vorstellen. Ich hatte einen 10er XR5 Kite und der war richtig angeballert. Ich konnte die Kante gut halten, um mich aus dem Wasser rauszukicken. Ich habe einige Wellen, kleine Wellen, als Kicker verwendet und ich war wirklich richtig hoch. Und der hat das auch angezeigt. Ich glaube, 4,8 Sekunden war ich teilweise in der Luft. Und ich bin mir sicher, dass ich das von gestern gesteigert habe und bin überrascht über die Ergebnisse. Wir können jetzt nochmal die letzte Session auswerten und jetzt muss ich sagen, jetzt bin ich mir sicher, dass ich bei der letzten Session von heute, also heute hatte ich dreimal war ich heute auf dem Wasser, habe es dreimal gemessen und bin mir sicher, dass jetzt das Ergebnis, was wir jetzt auslesen werden, das schlechteste von den dreien gewesen ist und wir werten das mal aus und quatschen wir gleich. Session Download sichern. 7,3 Meter. Ja. 4 Sekunden. So, jetzt gibt es diese Möglichkeit, wenn ihr an einem Tag mehrmals draußen gewesen seid, dann könnt ihr das alles in einer Session speichern und er übernimmt dann die Daten zu den anderen mit dazu. Und das machen wir jetzt auch so. Mal eben gespeichert. Fertig. Also mein höchster Sprung heute war 7,6. Was ich aber cool finde, das Leaderboard. Und jetzt gucken wir uns Kitespot Vrem an. So.
höchste Sprung von Sören und da bin ich ja irgendwie auf Platz 13 mit 8,1 Meter. Was aber cool ist, wo ich die Nummer 1 bin, ist bei den Aufschlägen auf dem Wasser seit heute. Ich bin mit 7,3 G heute auf dem Wasser aufgeschlagen und und ja, wenigstens ein Stück vorangekommen heute. Ich hatte mir vorgenommen, heute nicht nur über den WU-Sensor zu quatschen und so, weil die Aufnahmen vom Wasser waren jetzt auch nicht so mega schön. Durch den Regen konnte ich ja nicht so viele Aufnahmen machen. Und deswegen wollte ich eigentlich am Ende nochmal über das Anton SL quatschen und das nochmal ein bisschen genauer vorstellen. Das mache ich aber in einer anderen Folge. Ich bin nämlich echt erschöpft. Ich war heute unwahrscheinlich lange auf dem Wasser und habe mich unwahrscheinlich motiviert, 10 Meter zu knacken, weil die Bedingungen heute waren perfekt, um noch höher zu springen als gestern. Und ich komme mit diesem Messergebnis von gestern und heute nicht klar. Also ich verstehe nicht, warum ich heute 7 Meter angeblich gesprungen bin und gestern 8 Meter. Das macht vorne und hinten echt keinen Sinn. Und ich bin mir sicher, ich bin heute deutlich höher gesprungen als gestern. Und es kann ja durchaus sein, dass das Messergebnis von gestern vielleicht ein Fehler war. Vielleicht ist es ein falscher Wert. Keine Ahnung. Also ich halte mein Wort und glaube, dass ich heute höher gesprungen bin. Aber das ist auch genau das, was Sören gesagt hat, dass man manchmal einen geilen Tag auf dem Wasser hatte, man geht vom Wasser und man ist sich sicher, einen Rekord geknackt zu haben und sich selbst gesteigert zu haben. Und dann liest man die Werte aus und stellt dann fest, ja verdammt, das war es gar nicht. Und genau das Erlebnis habe ich heute gehabt, witzigerweise. Ja. Bevor wir jetzt Schluss machen, eine Sache noch. Das folgende Video hat mir ein Kunde zugesendet und ich habe mich darüber sehr gefreut und habe ihn gefragt, ob ich das in diesen Vlog mit reinpacken kann. Und zwar ist das Henrik. Und Henrik hat sich bei mir eine komplette Kite-Ausrüstung geholt mit 3 Core-Free-Kites, 2 Anton-Kiteboards, einmal ein Leichtwindbrett und einmal ein kleines sportliches Anton-Free-K-Board hat er sich geholt, nachdem er die Bretter bei mir getestet hat und die Kites. Und es motiviert mich unwahrscheinlich, mit meiner Arbeit, so wie ich sie mache, weiterzumachen, wenn ich so ein Video wie das folgende erhalte. Und nebenbei bemerkt, er hat mir erlaubt, dieses Video hier einzubauen. Ich habe ihn extra gefragt, ob ich das Video verwenden darf in dem Vlog. Okay, also ich verabschiede mich und würde sagen, bis morgen. Hey Dorian, ich hoffe, man kann das verstehen bei dem Wind. Jetzt kriegst du mal eine Videobotschaft. Du machst ja immer die geilsten Videos. Ich schneide gerade das Video und habe mir alle GoPro-Aufnahmen angeschaut. Ich habe einen Mouse-Mount benutzt. Das bedeutet, dass ich so ein Teil habe, wo ich reinbeiße und die Kamera immer hier am Kinn trage. Und jetzt habe ich mir die Aufnahmen angeschaut und ich weiß jetzt, warum der Messwert schlechter ist als der von gestern. Ich bin so ziemlich genauso anscheinend gesprungen wie gestern, aber bei dem Sprung gestern habe ich in der Luft meinen Oberkörper nach unten gedreht und das Brett nach oben. Dadurch hole ich nochmal 1,70 Meter an Höhe raus. Bei allen Aufnahmen, wo ich gedacht habe, oder bei allen Sprüngen, wo ich hochgesprungen bin, habe ich das nicht gemacht und diese 1,70 Meter fehlen mir. Deswegen bin ich heute 7,40 Meter gesprungen und wenn man da jetzt diese 1,70, 1,50 oder so dazu rechnet, dann habe ich wieder ein anderes Ergebnis. Ich habe das aber nicht gemacht, weil ich diesmal den Mouse Mount im Mund hatte und die Aufnahme in der Höhe, ich fand die super schön. Problem ist halt nur, mit der GoPro sieht es halt nicht besonders hoch aus durch diesen Fisheye-Effekt von der GoPro. Aber das ist der Grund, warum das Ergebnis nicht so gut ist, wie ich das mir gewünscht habe und erwartet habe. Das muss ich beim nächsten Mal anders machen und dann wird das auch ein anderes Ergebnis geben. Also in dem Sinne, ich verabschiede mich jetzt wirklich. Mach's gut. Hey Dorian, ich hoffe, man kann das verstehen bei dem Wind. Jetzt kriegst du mal eine Videobotschaft. Du machst ja immer die geilsten Videos zum Kiten. Und ich bin jetzt gerade hier in Grünwohl. Man sieht hinter mir auch ein bisschen Action. Und Grünwohl an der Ostsee ist eine Empfehlung. Und das war ziemlich geil. Ich habe die Sachen eingeweiht. Ich war auch mit dem kleinen Brett draußen und hat super hingehauen. Ich bin sehr begeistert. Vielen Dank nochmal für deinen Support und dir auch noch eine schöne Zeit. Alles klar, bis dann.